Die österreichische Firma Forster produziert an mehreren Standorten in Europa Verkehrstechnik, Regalsysteme und Lärmschutzelemente für Straße und Schiene. Im Werk St. Peter in der Au fertigt eine automatisierte Stanzlaser-Kombimaschine Prima Power LPE 8F der neuesten Generation die Blechteile für die Produktpalette. Zur Steuerung der Prima Power Maschine nutzt Forster seit über einem Jahr das WICAM PN 4000. Klaus Weiß, der verantwortliche Werksleiter: Unsere bisherige CAD/CAM-Software konnte uns die Funktionalität der automatischen, gemeinsamen Trennschnitte an der neuen Prima Power Stanz Fiber Kombi Maschine nicht bieten. Und nach einer intensiven Marktrecherche blieb PN 4000 von WICAM das einzige CAD/CAM-System, welches alle von uns gewünschten Funktionen liefern konnte. WICAM installierte das PN 4000 mit ERP-Anbindung, Variantenmodul und angepassten Postprozessoren für die vorhandene FinPower SG6 und die neue Maschine. Die Routinen für die Stanzlaser-Kombi-Bearbeitung wurden überarbeitet, sodass Nesting, Inselzerstörung, Besäumung, Klappenentsorgung für Abfallflächen und Saugerentsorgung von den Algorithmen vollautomatisch programmiert werden. Abläufe für komplexe Sonderfälle werden in der lernbaren Werkzeugplatzierung hinterlegt. Die erforderlichen Daten für den automatischen Betrieb des LSR-Sauger-, B-, Entlade- und Sortiersystems sowie für die Lagersysteme Combo FMS und Night Train werden von PN 4000 bei Auslösung des Produktionsauftrags erzeugt. Klaus Weiß: Die Programmierung mit der WICAM-Lösung ist deutlich effizienter als mit unserer bisherigen Software. Und wir nutzen noch längst nicht alle Möglichkeiten und Schnittstellen in PN 4000. Die ERP-Anbindung und die automatischen gemeinsamen Trennschnitte geben der LPEF aber schon heute in Bezug auf Materialnutzung, Prozesssicherheit und Produktionsgeschwindigkeit signifikante Wettbewerbsvorteile.